kurz einen sehr, sehr tiefen und persönlichen Moment von mir teilen. Ich mache das eher selten, weil ich finde, diese Momente gehören einem selbst. Ja. Ich bin kein großer Freund vom Teilen dieser Momente, weil, also gut, es kommt drauf an, wenn jemand wirklich aus der reinen Intention etwas von sich zu zeigen, um Verständnis und Inspiration zu schaffen, dann auf jeden Fall. Und sonst, finde ich, gehören einem diese Momente selbst. Und wenn ich, also ich versuche ja möglichst alles, was ich tue, wirklich in die Tiefe zu nehmen. Ja. Und jetzt habe ich gerade vorhin wieder mal ein wenig trainiert und ich unterstütze das immer mit Musik und auch die Entspannungsphasen nachher. Und oftmals kommen auch mit diesen Entspannungsphasen, also weil da kommt erst sehr viel Spannung und dann sehr viel, ja, also ja, ein hoher Druck, eine hohe Spannung und nachher kommt dann wieder die Entspannung. Und mit dieser Entspannung kann dann immer mal wieder was aufbrechen und meistens unterstütze ich das dann noch mit irgendeiner Musik. Und dann bricht einfach wirklich was aus, ja, dann ist einfach irgendwie was, oh, und dann wird es emotional und es laufen die Tränen und alles und ja, und ich möchte, und ich meine, ich mache das schon seit ich Schauspiel mache, das heißt fast 10 Jahre. Und versuche auch da immer tiefer zu gehen, ja, also immer mich mehr fallen zu lassen. Und es ist das Paradoxe, daran ist dann manchmal, dass, wenn man das Gefühl hat, also wenn man tiefer geht, dann wird man auch manchmal emotionaler und aber auch, hat man das vielleicht auch das Gefühl, es wird dann schmerzhafter, ja, oder es ist vielleicht auch schmerzhafter, ich weiß es nicht. Weil ich mache das schon so lange, das ist wie, ja, es ist wie eine Art normal geworden für mich, aber also was ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte, ist, dass wenn ihr an so einen Moment kommt, ja, und bei mir ist es dann so, wenn ich merke, es bricht was raus, dass ich dazu tendiere, hier zum Beispiel festzuhalten, ja. Bei mir ist das so ein Knotenpunkt. Und dann könnt ihr euch mal beobachten, wo ihr festhält. Wenn ihr zum Beispiel jetzt anfängt zu weinen und dann spürt man vielleicht, wo hält man fest, ja. Und da möchte ich euch wirklich dazu ermutigen, das nicht festzuhalten, ja. Und wie das am einfachsten geht, ist einfach mit Atem, ja, dass man macht, und am besten noch die Stimme dazu nehmen. Ja, also kann man schön auf A in dem Sinn einfach alles, das klingt dann halt nach Stöhnen, aber ist ja völlig wurscht. Es ist dann eben, muss dann jemand zusehen, es ist für euch. Und dann kann man einfach auf A in dem Sinn das einfach rauslassen. Oh, 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 und so weiter und so fort. Ja. Und ich persönlich kenne halt auch meine Spannungsherde, ja, also das heißt, ich merke dann, manchmal, ich kenne zum Beispiel, bei mir ist Schultergürtel und so weiter, ist manchmal bei mir der Spannungsherd oder das, was vielleicht festhält. Und dann weiß ich auch, dass ich mit dem Atem, wenn ich so einen emotionalen Ausbruch dann habe, dass ich dann wirklich weiß, ich muss diesen Schultergürtel hier entspannen. Und dann einfach, ja, das klingt jetzt ist vielleicht für manche super weird, ja, was ich hier zeige und mache. Das ist mir aber eigentlich völlig wurscht, weil ich weiß und erlebe, wie extrem heilsam das ist, ja. Und das sind jetzt vieles ist vom Schauspiel, ja, alles vieles vom Schauspiel, was ich hier für mich in dem Sinn nutze, Körperarbeit, Körperentspannung, Atemarbeit, den Atem in die Tiefe nehmen, die Stimme nutzen. Um wirklich alles fließen zu lassen, ja. Genau.
Ja, ich wollte nur, weil das ist wirklich sehr, sehr frisch und ich mache das sonst eigentlich eben, wie gesagt, selten, dass ich so frisch gleich was aufnehme und zeige. Und weil wirklich, ich mache das bitte nicht, wenn ihr noch irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst jemandem was beweisen oder sowas. Oder müsst jemandem unbedingt was zeigen. Weil darum geht's nicht, ja. Und dann werdet ihr vielleicht auch eher enttäuscht werden, als dass ihr das bekommt, was ihr wollt. Weil, wie gesagt, diese Momente sind heilig, ja. Und genauso heilig würde ich die behandeln. Das heißt, das ist euer Raum, eure Emotionen, eure Gefühle, eure Verbindung zu Gott, zum Universum oder was auch immer. Und eure Verbindung zur Erde und zu anderen Menschen. Und ja, wirklich, lasst euch das nicht mies machen. Und vor allem eben verschwendet es nicht. Wirklich. Gerade hier auf Insta und so weiter und so fort. Es ist sehr viel, was wahrscheinlich zu viel gezeigt wird. Ja. Aber egal. Wie gesagt, ich kann euch nur dazu ermutigen, wenn was aus euch herausbrechen will, lasst es ausbrechen. Und eben vielleicht muss man erstmal merken, wo man dann festhält. Ich mache, glaube ich, übrigens lasse ich bald mal noch ein Dings auf Upspeak raus dazu. Ein Speak. Ja, und eben, also ich merke, es geht sehr gut mit diesem Atem. Also, oder den Atem auch mal verschnellern. Oder wenn man merkt, ich nehme es irgendwo, ich halte es irgendwo hier fest, die Emotionen oder so oder sonst wo, mit dem Atem wieder runternehmen. Mit dem Atem runternehmen, wieder rauslassen. Ja, also, oh, da merkt man vielleicht, dann wird es vielleicht erstmal. Also, ist auch noch interessant, bei mir entspannt sich dann sofort alles. Und es wird sofort, die Emotion wird wie, auch eher wie weggeblasen. Oder zumindest schneller. Und alles, was nachher folgt, ist einfach nur göttlich. Na? Auch die Emotion ist göttlich, aber das, was nachher folgt, ist, man fühlt es dann vielleicht eher. Weil man in der Emotion hatte manchmal nicht so das Gefühl, dass das was besonders Tolles sei oder was besonders Göttliches, aber auch das ist super, ist für mich völlig göttlich, alles. Jeder Schritt. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch jeder Schritt. Und vor allem, wenn man merkt, dass man wieder ein wenig tiefer gehen konnte. Ja. Und das geht auch meiner Erfahrung nach nur, wenn man immer wieder zulässt, immer wieder zulässt, immer wieder. Vielleicht auch ein wenig provoziert. Eben, ich mache es halt mit Musik zum Beispiel, dass ich es ein wenig provoziere. Ja. So, ich lass euch hier mal. Sagt mir auf jeden Fall gerne, ob euch das was gebracht hat. Ob ihr Fragen dazu habt. Ja. Genau. Oder ob ihr das selbst auch erleben möchtet in dem Sinne oder Hilfe dabei braucht, dann versuche ich euch gerne zu helfen dabei. Jo, genau. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Resttag.